Herzlich willkommen, meine lieben Friends, zu einem neuen Video. Ich kann euch eins sagen, das letzte Mal angeln ist noch nicht lange her. Und ich kann euch noch eins sagen, und zwar, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns gleich am Wasser. Heute geht's auf Aal und gegebenenfalls andere Fische, falls diese beißen wollen. Ja, die Gegebenheiten haben sich auf jeden Fall wieder etwas verändert. Wir haben gerade 19 Grad, meine lieben Freunde. Das T-Shirt-Wetter. Mal gucken, was die Aale dazu sagen. Hast du ihn gekriegt? Ist ab, wa? Doch nicht! Cool. Deine andere hat auch gebissen übrigens. Ist gerade einmal eingeschlagen, auf jeden. Ja, beiß, beiß, beiß. Nimm die andere, nimm die andere. Ja, ich nehme den. Ist ab. Schade, aber hat gebissen auf jeden Fall. Ja, hier nochmal den Lütten. Oh, schön, der kann gleich wieder rein. Kümmere ich mich jetzt eben drum.
Petrimaus, ne? Genau. Sehr schönes Wasser. Tigerforelle fandst du nicht so? Und die? Bombe, ey, du hast es so drauf, ne? Findest du echt gut? Also, das ist so geil, also. Ja. Für mich ist das auch schon fast so eine Art Fleischersatz, Leute. Das ist schon echt mega geil. Und ich freue mich auch schon, nächstes Mal wieder schön Kartoffeln mit Bratensoße und sowas. Und dann so schöne Buletten dazu. Beste, wo geht, Alter. Und ohne Witz, Mann, ich kaufe kein Supermarktfleisch mehr. Ich habe das jetzt alles selber. Das war nicht der beste Haken, kann man so sagen, aus der Produktion. Der ist direkt gerissen. Schade. Ja, irgendwie, jetzt gehen sie auch mal auf die Stellfischroute. Scheint dir eher die Aale ein bisschen zu steigen. Aber du, das macht nichts, wenn wir mal einen verlieren, weil einmal ist voll, wir machen eh bald Feierabend. Was willst du machen? Makrelenangeln! Ich freue mich da schon so übelst drauf, ne? Ich kann das einfach nicht mehr abwarten. Und weißt du, wie oft ich das habe? Alle 2 Tage habe ich das im Kopf. Gestern war das. Gestern, genau. Ja, siehst du, so schnell kann das gehen. Ja, eben neue Montage knüpfen. Noch mal ein paar Würmer.
habt ihn. Da läuft schon. Aufschneidet, die Kiemen rausnimmt und auch nochmal unten die Nieren, die oben am Rückenmark lang laufen. Die laufen nochmal tief in den Aal rein, unter den After. Deshalb muss man im After nochmal ein bisschen aufschneiden, damit man alles gleichzeitig rausziehen kann. Das zeige ich euch gleich. Jetzt wird vermessen. Da habe ich jetzt gerade vergessen, mit der zweiten Kamera aufzunehmen. Also Jessicas Aal hat jetzt 54. Ich denke, meiner wird nicht viel größer sein, aber ist ein bisschen mehr genährt, ne? Ich schätze ihn auf 62. Oh, was ein schöner Aal, ne? 64er Spitzkopfaal, gebissen auf Mistwürmer. Ein crazy Spitzkopfaal aus dem Leraner Tide-Kanal. 64 cm, richtig cool, Alter. Richtig cooler Aal. Das wird ein schöner Räucheraal. So, nun zeige ich euch noch, wie man den einmal schön ausnimmt und fertig vorbereitet, damit man ihn dann in den Räucherofen knallen kann. Don't hurt me, my heart's in your hands. You got me, babe, I'm yours to have. Don't hurt me, baby. You got me, babe, I'm yours to have. Don't hurt me, my heart's in your hands. You got me, babe, I'm yours to have. Don't hurt me, baby. So, noch tiefer, ja, das wissen die meisten nämlich gar nicht. Boah, Digga, boah. Da unten sitzt sie, komm mal ran, siehst du das? Das schwarze Knubbel hier, das ist es hier, da zieht man es dann raus, komplett. Und so habt ihr ihn dann wirklich ganz sauber. Das heißt, ihr müsst noch 3 cm unterm After nach unten schneiden, damit ihr ihn komplett gesäubert habt. Jetzt gucken wir uns den Rest hier oben an. Ich hoffe, der Haken ist nicht mehr drin. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, dann könnt ihr das rausziehen. Hier sind die Kiemen oben. Das ist ein bisschen Fummelarbeit beim Aal, aber der Rest ging eigentlich relativ schnell. Das ist, glaube ich, der Haken. Ja, siehst du, da gehen die Kiemen raus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kiemen, die haben Bitterstoffe in sich drin. Und wenn ihr den Aal räuchert und die Kiemen sind noch drin, meine lieben Leute, dann setzen sich diese Bitterstoffe frei und laufen dann den ganzen Fisch entlang runter, weil ihr den ja aufgehangen habt. Und durch diese Bitterstoffe schmeckt er dann einfach, ja, widerlich. Wisst ihr Bescheid, Leute? 1, 2 kleine Tipps habt ihr noch gekriegt. Peace out. Ohne Witz, wir müssen mal pur essen, ne? Ja, das ist geiler wie Nugget, ne? Ohne Scheiß, das ist einfach geiler wie Nugget, Mann. Und ist sogar noch besseres drin, wie im Nugget. Ha! Freunde, meine lieben Freunde, Fazit für den heutigen Tag, es gibt kein Fazit, es hat einfach ununterbrochen heute gebissen. Wir hatten wunderschöne sommerliche Temperaturen von 19 bis 20 Grad, die Sonne steht immer noch oben und ja, ich bin einfach nur fertig mit der Welt. Und das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, ich kann nicht mehr, Freunde, es ist aus. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Young God. Young God. Young God. Young God.